Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir können jetzt tatsächlich. Ach du Scheiße, wie viel? 12 von 24 befreit. Wir haben hier. Puh. Wir wollen nach oben. Wir wollen nach Norden. Wo ist Norden? Ich habe keine Ahnung, wo Norden ist. Norden ist. Müsste eigentlich dann hier sein. Ja, müsste hier sein. So viele Aufgaben, wie wir jetzt neu haben. Na komm her, mein Pferd. Das wird nicht dich hier stacken. Dankeschön. Schauen wir mal, woher der Weg uns hinführt. Akt 2 von wie vielen? Eroberung Burg Shimura. Shimura. Das heißt, das alles war jetzt erstmal Akt 1. Wie viele Akte gibt es denn? Oh, da waren Vorräte. Stopp. Zurück, Pferdchen. Hoch da. Die Vorräte nehme ich. Gut, schauen wir uns mal an, was wir in diesem neuen Gebiet so alles finden können. Trifft sich den Akashima mit Norio. Eigentlich ist das auch jetzt nicht zwingend das. Also ich will jetzt nicht unbedingt diese Mönchaufgabe jetzt machen. Ich meine, ich habe ja so auch schon genug Aufgaben. Sind das Mongolen? Ich glaube ja. Kommt her und kämpft! Na komm. So, sehr schön. Was stand da gerade? Isoha wird angegriffen. Mit wie hoch? Pferdchen. Komm her. Oh. Was ist mit dir? Wohin wollen wir denn? Hallo? Wind? Okay. Wir wollen in diese Richtung. Ja. Gibt's hier kein Raubtierfell für? Ernsthaft jetzt? Für die gibt's kein. Was? Okay, es ist kein Raubtier, aber. Was? Mir jetzt so viel Mühe gegeben, damit ich hier anständig endlich Felle bekomme und so. Ja gut. Hirsche oder Rehe zählen nicht als Raubtiere. Ist ja auch kein Raubtier, okay, aber ich dachte mir, die bringen mir wenigstens irgendwas. Aber nein, ich habe sie einfach nur getötet. Das tut mir leid. Then I'm sorry. Akashima. Warum liegt hier ein totes Pferd? Das hier scheint eine weitläufigere Stadt zu sein. Norio ist hier, aber keine Spur von anderen Menschen. Ich suche Hochi und die anderen Mönche und bringe sie in Sicherheit. Kannst du das? Oh, kostet aber ziemlich viel. Mehr Schaden, Nachladetempo ist erhöht. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich meine. Meinen Dank. Ja, Moment mal. Was ist denn mit. Zu euch komme ich nachher. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Was ist mit dir hier? An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Runenkleidung. Bedeutende Erhöhung des Nahkampfschadens. Das ist halt wirklich, wirklich gut.
Und ich will's haben. Aber das ist so teuer. Viel besserer Schutz. Ja, viel besserer Schutz, du mich auch. Mit Stolz helfe ich einem wahren. Das war die falsche Taste. Wir fehlen hier noch ein paar, also das ist eine super. Das ist so groß, warum? Ups. All meine Waren sind nützlich. All deine Waren sind nützlich, das ist schön. Das freut mich für dich. Ich finde kosmetische Items jetzt nicht so nützlich wie du, aber hey. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Wo sind wir? Schatzpulverbomber, Schilfwaffe, Kuhnerauch, beim Haftbomben. Pff. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ja, ist mir schon klar, dass du dafür mehr brauchst. Hallo Vögelchen, wo ist denn mein Geschenkaltar hier? Ist hier irgendwo? Wo kriege ich denn meine Geschenke? Wohin will mich der Vogel hier bringen? Ein Grund, dass du mich hierher gebracht hast, Vögelchen? Oh wow. Nein, scheint sie Blumen, um was zu geben. Aber Blumen ist nicht das, was ich haben will. Ich will doch eigentlich Dienst verfügbar. Schnell reisen. Wir schnell reisen hier hin. Ich weiß, wir sind quasi da, aber wir schnell reisen jetzt hier hin. Norio ist hier, aber keine Spur von anderen Menschen. Ich bin auf den verfolgten Ort angekommen. Wo ist denn dann mein... Versorg die Verwundeten, so gut es geht. Ich suche Hochi und die anderen Mönche und bringe sie in Sicherheit. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai! Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Ja. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Ja, das ist schön, aber ich habe nicht genug Stahl und nicht genug Eisen. Leb wohl. Da sind da meine Geschenke? Nee. Das ist die Trachtentante, ne? Ich habe keine Ahnung, wo meine Geschenke sind. Anscheinend muss ich für die Geschenke doch wieder zu dem anderen, ich zu dem anderen Ort. Alle Arten von Rüstung. Ja. I have no idea. Fürst Sakai, Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Ja, komm. Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten, wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kutons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Der letzte Kriegsmönch. Jetzt fühle ich mich fast schon wie Robin Hood. Der seine... Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Scheint euch die hinterher. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Leder. Das sind Vorräte. Auf welche Art von Spuren suche ich denn?
sehe nirgendwo irgendwelche Spuren. Da rennt jetzt hier einfach irgendwie immer weiter. Ich weiß nicht, wonach ich suche. Anscheinend muss ich hier zurück. Also ich... Nimm die Spur der Mongolen auf. Ah. Hier sind Spuren. Okay. Glück gehabt. In welche Richtung? Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. Was für ein Mönch ist Hochi? In Sago waren die Leute furchtbar krank. Ihre Gesichter und Glieder verfaulten. Jeder mied sie, nur Hochi. Er lebte unter ihnen und pflegte sie. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Gut. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Oh, da sogar mit meinem Enterhaken kann ich hier sogar arbeiten. Zu knapp, aber egal. Okay, mal kurz hier rüber. Ich hab doch hier irgendwo... Oh, ich hab keine Börner mehr. Ne? Shit! Shit, 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 shit! Okay, der Anführer ist schon mal tot. Ich hab die Mondkampfhandlung an, das ist mir gerade relativ egal. Dürfte ich bitte weitermachen? Weil ich muss hier gerade mal Mönche beschützen. Da, super, danke. Die Mondkampfhaltung. Gut gegen Berserker. Das ist mir gerade... Barbaren, okay. Ist mir egal. Ja, das ist schön. Mach das weg. Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi?
Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Amar, zeig das Buch zu. Komm schon. Shit. Ihr Säcke, Alter. Lass den Schein. Du dahin! Ich kann nicht mehr! Oh nein, das ist schlecht. Nein. Das wirst du nicht tun. Hört doch mal auf, hier Geiseln zu nehmen. Meine Herren, kann ich euer Ernst sein? Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Fürst Sakai? Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Dann trinken wir erstmal eine Tasse Tee. Der letzte Kriegsmönch. Okay. Schauen wir mal. Wohin führt uns unser nächster Weg? Da das mit der Verteidigung interessiert mich eigentlich auch relativ wenig. Wo bin ich? Ich bin direkt bei ihm hier. Na super. Braves Pferd. Braves Pferd. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Sind irgendwie Vorräte, die ihr nicht braucht? Sieht nicht so aus. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Woher weißt du, dass ich bin? Na egal, Eroberungsträume. Ja, wir jagen. Und zwar eine Bogenschützin. Wo ist mein Pferd? War es nicht gerade noch hier? Hierher! Du, 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 du. Sensei Ishikawa hat Ärger. Hey, entspann dich. Was
Seht ihr denn da noch Gegner? Nee, ne? Das war der letzte. Okay. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Oh, shit. Ah, ich hab hier unendlich Pfeile, okay. Oh, shit. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Dosho. Gar nicht schlecht, Sakai. Ach, wirklich? Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Wohin denn? Wo ist denn deine Spur? Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Na toll, wir haben ja einen... Ich meine, ich bin ein Attentäter, jetzt schon. Aber hey, gut. Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wem wird bitte der Blutdurst in die Wiege gelegt? Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht dem Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai... ist mehr als ein Mörder. Dafür sind wir jetzt abgestiegen. Für die Geschichte. Komm schon. Es ist schon ein interessanter Szenerienwechsel tatsächlich. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins.
Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in ihr sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Wo kommt diese Spiegelung her? Von welcher Sonne? Wir sind fast da. Wir machen es lieber vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Also wir sollen jetzt ein ganzes Fort einnehmen. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Na super. Was soll ich so? Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Ich mag den Barbaren hier nicht. Kann ich pfeifen. Das war das falsche Pfeifen. Das war das falsche Pfeifen, Mann. Scheiße. Ich hab grad so hart verschissen. Ich wollte nicht nach meinem Pferd rufen, Mann. Aua. Sicher? Sehen wir uns um. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Nein, sag bloß. Warum ist es auf einmal so dunkel? Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Okay, entspann dich. Gut, ich will diese Vorräte da jetzt haben, die da jetzt die ganze Zeit rumliegen. Das macht mich nervös. Gib mir meine Vorräte. Ja,
doch einfach alle mal in Ruhe hier. Gib mir meine Vorräte. Wenn es nicht viele sind, ist mir egal. 7. Immerhin. Da ist noch mehr. I want it. Gut. Pfeile nehme ich auch. Albenholz nehme ich auch. Gut. Dann machen wir hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß in Videos. Euer Hedi.